Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Aus unbekannten Gründen war vergangene Nacht ein Kellerraum unter einem Wohnblock in Brand geraten. Anwohner waren auf den Brand aufmerksam geworden, als bereits Rauch ins Treppenhaus gezogen war. Einzelne Bewohner retteten sich ins Freie. Eine Person musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt werden. Die alarmierten Löschkräfte gingen unter schwerem Atemschutz vor und stellten zunächst sicher, dass kein weiterer Rauch ins Treppenhaus gelangte. Über die Tiefgarageneinfahrt des Wohnhauses gingen die Feuerwehrkräfte schließlich gegen das Feuer im Untergeschoss vor. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Auch die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch. Ständig erreichbar, Mails und Anrufe vom Chef auch nach Feierabend. Immer mehr Arbeitnehmer macht der Handystress krank. Damit soll nun Schluss sein. Mehrere deutsche Top-Unternehmen, wie zum Beispiel die Deutsche Telekom, führen jetzt Regeln zur Erreichbarkeit in der Freizeit ein. Arbeitsministerin Ursula von der Leyen forderte in diesem Zusammenhang glasklare Regeln, zu welchen Uhrzeiten man erreichbar sein muss und wann man dafür einen Ruheausgleich bekommt. Die Technik sei kein Problem für die Gesundheit, man müsse nur lernen, vernünftig damit umzugehen. Die Chefs von 8 hannoverschen Krankenhäusern schlagen Alarm. Den Hospitälern droht der finanzielle Kollaps. Grund: Die gestiegenen Personal- und Sachkosten werden durch die Gelder der Krankenkasse nicht mehr gedeckt. Für 2012 rechnen die Klinikchefs insgesamt mit einem Minus in zweistelliger Millionenhöhe. Betroffen sind unter anderem die MHH, die Kinderklinik auf der Bult und das Clementinenhaus. Für den Verband der Ersatzkassen in Niedersachsen ist das unverständlich. Das Budget für die Kliniken in Hannover sei von rund 800 Millionen Euro 2005 auf 1 Milliarde Euro in 2011 angewachsen. In der Debatte um die Einführung einer Schuldenbremse in Niedersachsen halten die Landtagsgrünen einen Verzicht auf Neuverschuldung frühestens ab 2019 für realistisch. Der von CDU und FDP ins Gespräch gebrachte Schuldenstopp ab 2017 sei reine Propaganda, sagte Grünen-Fraktionschef Stefan Wenzel am Montag in Hannover. Statt einem unseriösen Sturzflug müsse man einen kontinuierlichen, aber flexiblen Sinkflug einleiten, um das strukturelle Defizit von rund 2 Milliarden Euro zu beseitigen. Um die Schuldenbremse in der Verfassung zu verankern, ist eine Zweidrittelmehrheit im Landtag und damit auch eine Zustimmung von Teilen der Opposition nötig. Bislang konnten sich jedoch CDU, FDP und SPD nicht auf einen Kompromiss einigen. Etwa 25 Kubikmeter Lagerstättenwasser sind am Montag aus einer Leitung im Erdölfeld Scherhorn in Osterwald in der Grafschaft Bentheim ausgetreten. Das Leck sei bereits am Wochenende nach einer Verschraubung aufgetreten, teilte das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie am Montag in Hannover mit. Etwa 17 Kubikmeter des mit Benzol belasteten Wassers seien in einen Graben geflossen, der Rest habe sofort abgesaugt werden können. Laut der Betreiber besteht keine Gefahr für die Bevölkerung, aber für Tiere und Pflanzen. Das betroffene Gebiet muss jetzt aufwendig saniert werden.